So, jetzt muss ich neuen Sand holen. Ja. Und ich fürchte, wirklich neuen Sand holen. Also nicht nur aus dem Lager, sondern richtig. Oh. Naja. Jetzt kann ich schlafen, dann regnet es wenigstens nimmer. Ah. Hey, was hast du denn, was ist denn das hier? Das stimmt doch so nicht hier. Oder was? Irgendwas ist hier schief. Müsste stimmen. Steht so eine Zacke raus. Ne, die ist zu viel. Die reiße ich ab. Ja, solange der Gang nicht falsch ist, weil der zieht sich jetzt schon bis oben hin. Das wäre ja, sehr Gang, schlecht. Ne, der Gang ist richtig, aber da ist unten eine Schicht Glas zu viel dran gewesen an einer Stelle. Ach so. Ja gut, das ist ja... Ja, war nichts Großes. Ja. So. Das sieht doch schon mal gut aus, muss ich sagen. So, ab geht's zum Sand holen. Aber jetzt wüsste ich nicht mehr, wo eine Wüste ist. Weißt du das noch? Ne. Wüste, keine Ahnung, ey. Da kann ich nicht behilflich sein. Weil da, wo ich letztes Mal war, da ist jetzt fast kein Sand mehr. Ja. Das ist das Problem. War bei dem... auf der Pilzinsel in der Nähe, in der Wüste? Nee, oder? Weiß ich nicht. Ich fliege einfach mal Richtung... was ist das? Süden. Ab in den Süden. In den Urlaub. Nee, leider geht's an die Arbeit da. Ja, Urlaub ist leider vorbei. Ah, die guten alten Chunkbugs hier. Wer kennt sie nicht? Jetzt über den Ozean drüber. Aha, hier ist Sand. Oh, das ist ein Strand. Aber hier ist Sand. Ein Strand ist auch Sand. Den kann man wie abreißen. Gesagt. Aber hier gibt's mehr. Also, ich bin jetzt auf so einer kleinen Insel. Und da ist mehr Sand als am Strand. Oha. Hier ist so eine Höhle. Das mit Gefühl, Sand die Insel an der Decke. Bald nimmer. Naja, so viel Platz habe ich gar nicht dabei. Ich habe keine Schalkertruhe dabei, nur ein relativ leeres Inventar. Na gut, ich habe meine Schalkertruhe dabei. Da könnte ich mal das reintun. Alter. Erinnerst du noch, dass ich vorhin gesagt habe, ich gucke mal nach dem Feuerresistenzding? Ja. Habe ich nicht gemacht. Gerade habe ich reingeguckt und habe gesehen, dass ich noch 3 Sekunden hatte. Das hat noch gereicht. Immerhin. Ich habe keine Lama mehr. Das ist ganz schön blöd. Oh, man kann hier aber rausfliegen. Nice. Wie rausfliegen? Aus diesem Lavaloch, ja. Ach so. Ich dachte den Gang hoch. Das wäre nämlich ein bisschen challenging. Eng. Das glaube ich, ja. Immerhin, im Nether gibt es ganz viel Lava. Dann kann man auch sich neue holen. Boah, ich glaube, ich spring jetzt von oben in dieses Lava-Loch rein. Einfach aus Prinzip, weil ich es kann. Stimmt, da kann man ja nach oben raus. Ja, stimmt. Das ist normal so ein Ding, wo man sich denkt, oh Gott, da darf ich nicht reinfallen und ich springe jetzt rein. Hui. So eins habe ich letztens zugebaut. Zum Glück nicht das hier. Ja. Ich hätte es aber deutlich cooler gefunden, wenn man in so einem großen Lavasee rausgekommen wäre. Das würde bestimmt richtig geil aussehen dann. Ja. Oha, was ist denn das hier? Ist so eine komische Struktur aus so gemeißelten Steinen und moosigem Steinziegel. Ist hier ein
Der Trunkener, oh ja. Den hau ich. Haben die auch eine Chance, einen Dreizack zu droppen oder nur die, die wirklich einen in der Hand halten? Nur die, die einen haben. Oh, das ist ja dann richtig selten. Ah ja. Ich will so einen. Ich weiß, die sind auch cool. Am besten aber will ich zwei. Zwei, jetzt geht's aber los. Ja, weil wenn du Treue hast, ich habe mich neulich schlau gemacht. Sprich, ich habe im Creative Mode das ausprobiert. Wenn du Treue hast, das ist die Verzauberung, dass du mit dem fliegen kannst. Nee, Treue ist, dass er zurückkommt. Sicher? Wie heißt denn die andere? Es gibt noch Channeling. Doch, Treue ist, dass du den wirfst und dann fliegt er wieder zurück zu dir. Ja, genau. Ja, das meine ich. Also ich brauche einen als Waffe mit Treue und einen mit dem anderen halt zum Fliegen. Aber du kannst doch alles auf einen machen. Nee. Weil wenn du mit dem fliegst, kannst du ihn nimmer werfen. Weil du quasi den Dinger, ja, du wirfst den quasi und fliegst dann mit dem mit sozusagen. Du kannst nicht beides auf einem haben. Okay. Deswegen will ich zwei. Also Waffe, also zum Rumfliegen würde ich auch einen haben wollen, aber als Waffe brauche ich den nicht. Ich glaube, der macht richtig viel Schaden. Ich glaube nicht mehr als ein gescheiter Bogen. Also ein richtig guter Bogen und wir haben ja richtig gute Bögen. Weiß nicht. Ich weiß aber nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht macht er auch viel Schaden. Das Diamantschwert hat 11. Meins an Schaden. Ja gut, bei Bögen ist das schwierig. Das sehe ich nicht. Ich glaube, der hat unverzaubert schon 9, der Trident. Ja, aber als Waffe zum Werfen dann? Ja. Ja, weil... Ja gut, hauen kannst du mit dem Verzauberten auch, wenn du mit dem rumfliegst. Ja, aber ich macht das überhaupt mehr Schaden? Also, ja, ich weiß nicht, wie das, wie viel Schaden der macht. Es gibt eine Verzauberung auf jeden Fall, dass der Unterwasserwesen mehr Schaden macht. Und ich glaube, unter Wasser wird der auch nicht langsamer im Gegensatz zu normalen Pfeilen, sondern behält die normale Flugkurve irgendwie so. Ja, das macht Sinn. Auf jeden Fall will ich einen mal haben. Ja. Ich hatte zwar erst gedacht, nee, ich probiere es im Creative Net aus, damit ich so quasi im Let's Play die Reaction habe, wenn ich das erste Mal einen habe, aber das ist auch irgendwie blöd, wenn man sich damit nicht auskennt und dann so nicht weiß, was man jetzt machen muss. Ja. Welche Verzauberung man braucht und so, deswegen ist es besser, das vorher zu wissen. Ja. Boah, ich muss so viele Lava-Eimer hier reinmachen, weil das soll ja nirgends mehr fließen. Ja, das wäre optimal. Und vergiss nicht deine Feuerresistenz. Ich habe gerade reingeguckt. Weil du hast keinen Trank mehr, oder? Du hattest doch einen habe ich noch. Ja. Ja, drei hatte ich. Aber ich habe dir keinen gegeben. Ja. Deswegen habe ich noch... Ich bräuchte mehr Eimer eigentlich. Ich bin die ganze Zeit am Hin- und Herfliegen. Aber mehr Eimer heißt auch weniger Platz im Inventar. Nur wenn sie voll sind. Das stimmt. Aua! Aua! Ja, ja, hier ist der Fehler. Ich bin ohne Goldhelm in den Nether gegangen. Immerhin habe ich Feuerresistenz und die scheiß Schweine nicht. Das heißt, wenn die zu mir reinkommen, sind sie tot. Das stimmt. Ach ja, auf ein neues. Hoffentlich war das jetzt das letzte Mal. Aber wahrscheinlich nicht. So. Ich habe 27 Stacks Sand. Nur? Den 28. mache ich jetzt voll. Wie, was heißt hier nur? 27 Stacks. Die habe ich in der Hosentasche dabei immer. Das ist der voll. Ach so. Oh, ich könnte aber noch was in meine Schachtel tun. 27 Stacks sind quasi mein Notbestand. Ach so, sieht das wenn das so aussieht. Dann kannst du mir auch welches beisteuern.
Nee, das ist ja mein Notbestand. Ach so. Understandable. Aha. Bin gleich den ganzen Minecraft-Tag lang hier Sand abbauen. Cool. Ich bin schon seit einer Weile habe ich kein Tageslicht mehr gesehen. Sondern nur Lava. Das ist ja Lavalicht. Ja, du ganz die, viel. Du bist die Lavalampe. So kann man es auch sagen. Ja. Du bist eins mit der Lavalampe. Ich bin die Lava. So, jetzt habe ich auch endlich aufgehört zu brennen. Kann man aus Sandstein irgendwas Cooles bauen? Ja, eine Pyramide. Das war's mir nicht. Oh, ich habe kein Bett dabei. Okay, hier unten fehlt noch eins. Aber nur eins. Da noch eins hin. Eine habe ich noch, dann reicht's gerade so. Ah ja, jetzt sieht's gut aus. Hier fließt nichts mehr. Oha, aber hier sieht man Blöcke durch, das geht ja gar nicht. Nix war's. Muss ich doch nochmal in die Lava rein. Na gut. So. Ich bin fertig. Ich glaube, ich jetzt auch. Ich hoff's. Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Wunderbar. Wie sieht es aus mit Schienen? Schlecht. Ach ja? Geringer Bestand. Hast du nachgeguckt? Mhm. Wie sieht es aus mit Eisen? Das weiß ich nicht. Auswendig, aber ich bin gerade daheim angekommen, also kann ich gleich mal gucken. Ah ja. Nachdem ich schlafen war. Ja, ich komme jetzt auch nach Hause. Die komischen Schweine schießen auf mich. Ich glaube, wir könnten nämlich sogar noch was haben. Oh ja, 1, 2, 3, 4 Stacks und 24 und 21 Roheisen und 6 Eisenerze und 16 Eisenklumpen. Da hat einer gut sortiert. Alter, es werden immer weniger FPS, jetzt habe ich nur noch 8. Oh Gott. Das ist schon nicht spielbar. Genieß die Dia-Show. Spielbar ist es schon. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, so einen automatisierten Ofen zu bauen, ja, dass man quasi in eine Doppeltruhe etliche Stacks an Sand reinschmeißt und der verteilt es an alle Öfen. Sollen wir das bauen? Ja. Okay, ich wäre dafür, dass wir einen riesigen Ofen bauen. Also so diese Ofentextur halt, in groß. Ich hätte das jetzt in unsere Ofenwand im Lager implementiert. Nee, das geht nicht. Ich glaube, da haben wir zu wenig Platz dafür. Das sieht dann, oder sieht dann hässlich aus vielleicht. Aber mittlerweile hab ich schon so oft die ganze Ofenwand befüllen müssen und jedes Mal nervt es mich mehr. Ja. Beziehungsweise ich befülle, wobei nicht die ganze, die untere gerade. Also von mir aus könnten wir einen großen Ofen bauen. Da vielleicht keinen großen Ofen, aber vielleicht ein Gebäude, was cool aussieht, als würde ein da großer Ofen. Einem Ofen. Wir haben einen großen Kaktus, dann können wir noch einen großen Ofen bauen. Lieber nicht. Also ich wäre stark dafür, weil wie soll denn ein Gebäude sonst aussehen? Ja, wie so eine Fabrik mit so schönen Schornsteinen und so. Eine Fabrik? Ja, so ein altes Fabrikgebäude, so
aus dem 19. Jahrhundert, so wo die Industrialisierung losging. Jetzt wird es aber ein bisschen zu akkurat hier, mein Freund. Aus rotem Backstein mit so schmalen, meinst du wie unsere so Geschenkefabrik einfach? Ja, nur schöner. Schöner? Die ist doch schön. Und imposanter. Tja. So wie alles hier in der Welt übertrieben gebaut ist. Aber das wäre voll geil. Und geht das dann auch, dass die Items danach automatisch wieder in die Kiste reinkommen? Ja. Geht das auch, dass automatisch immer Brennstoff nachgeschüttet wird? Das brauchen wir. Ja. Aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wir brauchen auf jeden Fall haufenweise Trichter. Oh. Und na gut, die haben wir von der Hühnerfarm noch übrig. So viele haben wir nicht übrig. Wir brauchen deutlich mehr. Na, wir haben aber auch Eisen. Ja, nicht, wenn wir jetzt Schienen machen. Deswegen müssen wir sorgfältig wirtschaften. Ich glaube, da finde ich erst die Schienen sinnvoller. Wahrscheinlich. Weil dann ist das wenigstens mal fertig, bevor wir schon wieder was Neues anfangen. Wir müssen ja mal noch den Vulkan fertig bauen. Ja, und wir müssen die Dings auch noch ein bisschen fertig bauen, das Gewächshaus. Ja. Zum Beispiel im hinteren Hof, diese Sitzecke ist noch nett gemacht. Die lassen wir mal vorne weg. Dran. Ach so, dann und vorne dran. Dann ist nämlich fertig. Bauen. Eine Schaukel wolltest du doch haben. Das war ein Kommentar. Raus aus meiner Kiste. Okay. Hab ich einen Netherite-Barren? Oder war das in der verkackten Aufnahme? Ich glaube, da war das. Gut sein. Da habe ich einen Netherite-Barren gefunden. Und dann wollte ich mir nämlich auch eine Hacke machen. Aber das hat sich damit ja dann erledigt. Du kannst die Truhe hier einsortieren. Ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt soll ich deine Truhe einsortieren. Ja, ja. Das Glas dauert echt lange. So viel Glas brauche ich halt niemals. Das sag mal immer und irgendwann haben wir keins mehr. Ja, das stimmt. Glas ist eine wichtige Ressource. Ja. Die Höhle wollten wir auch noch weitermachen. Oh ja. Ja gut, dann nehme ich jetzt mal aus jedem Ofen die 16 Glas raus. Und baue dann mal weiter. Du kannst ja... Ich mache die Schienen. Ja. Ich habe nur überlegt, ob man vorher... abzählen soll, wie viele Blöcke das sind. Ich glaube, bevor ich die Schienen mache, gehe ich in den Nether und hole richtig viel Gold. Also ja, richtig viel. Und dann wäre ich dafür, wir machen einfach die komplette Strecke aus Goldschienen. Nein. Da müssen wir kein Eisen verschwenden. Das stimmt, aber ein bisschen Eisen können wir ja dafür ausgeben. Ja, aber ich weiß nicht. Ich will mal ausprobieren, wie viel Gold ich rauskrieg, wenn ich jetzt mal richtig viel hole. Weil das, was ich bei dir letztes Mal gesehen habe in der Aufnahme, das war schon echt viel. Ja. Und wenn man da richtig viel rauskriegt, dann ist es am Ende vielleicht einfacher, Gold zu kriegen als Eisen. Und dann würde es Sinn machen, Goldschienen zu benutzen. Das kann gut sein. Du hast auch Glück 3, oder? Aber sicher doch. In meiner Endertruhe. Hast du noch einen Trank übrig? Nee. Aber und unten gibt es noch welche. Leere Flaschen habe ich da reingeschmissen. Wo da rein? In die Truhe da. Unten? Nee, da wo, hier in die Sortiertruhe. Ach so. Kannst schon meine Goldäpfel mir wieder geben? Du benutzt die sind auch da drin. Ah. Habe ich schon wieder weggeschmissen. Ich habe noch nie Goldäpfel benutzt, tatsächlich. Ich auch nicht, aber ich fange jetzt an. Weil, warum nicht? Ich brauche das nicht, ich bin noch kein Noob. Man muss die Möglichkeiten, die das Spiel einem gibt, auch mal nutzen und nicht so spielen, als wäre es vor 10 Jahren. Ach so, ah, dann mache ich mal schnell slash Game Mode Creative. Hast du gerade wirklich was gemacht? Nee, ich bin durchs Nether-Portal gegangen. Ah, das hat mir richtig geleckt. Ja. So, blöderweise habe ich nur noch 5 Raketen, das ist sehr gut. Aber wunderbar. Ich habe in der Endertruhe noch einen Stack.